Ich habe Angst. Und zwar große sogar. Warum? Wegen dem scheinbaren Verlust jeglicher Freiheit. Ich bin in einer Welt groß geworden, in der man im Grunde genommen sagen konnte, was immer man wollte. Mittlerweile beschleicht einen immer wieder das Gefühl, man darf bald überhaupt nichts mehr sagen. Ständig ertappe ich mich dabei, mir zu überlegen, darf man das sagen? Kann man das sagen? Muss man das anders sagen? Ist diese Formulierung eventuell ein bisschen zu gewagt? Was könnte ich besser machen? Manch ein vorschneller Geselle wird jetzt vielleicht rufen, was will der denn? Stimmt doch überhaupt nicht. Selbst die Zeit titelte im Jahr 2017 schon, äußerst nett und treffend wie ich finde, alles Nazis außer ich. Ein halbes Jahr zuvor stellte die Welt hingegen fast noch ein wenig kecker fest, alles Nazis außer Mutti. Nun, wir leben in Zeiten, wo nicht einmal mehr Spitzenpolitiker sicher sind. Und zwar die Spitzenpolitiker gleich aller Parteien. Die Chefs, die Vorsitzenden, die Top-Leute aller Parteien hatten in den letzten Monaten einen Skandal diesbezüglich. Dass die Chefin der Linken, Frau Sarah Wagenknecht, als Nazi oder zumindest als schwer rechts bezeichnet wird, ist schon überhaupt nichts mehr Neues. Das ist schon fast Tagesgeschäft. Wer erinnert sich nicht an Annegret Kramp-Karrenbauers großen vermeintlichen Fehltritt auf dem Karneval, als sie sich über Gendertoiletten, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, lustig gemacht hat, oder an die vermeintliche Bäckerei-Affäre von Christian Lindner, an die zahlreichen Fehltritte von Frau Andrea Nahles, der Chefin der SPD, und selbst die Grünen bleiben nicht verschont. So hat vor einigen Monaten Robert Habeck sogar direkt seine ganzen Social-Media-Accounts gelöscht nach einer verbalen Entgleisung. Selbst Super Robert kommt nicht ungeschoren davon. Spätestens da sollten unsere Freunde in der Politik doch mal das Nachdenken anfangen, wenn selbst sie betroffen sind. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das sind Vollprofis. Die haben 3-5 Mann hinter sich, die jedes Wort, jede Mimik, alles genau kontrollieren, auf alles Acht geben und teilweise nichts anderes zu tun haben, als genau darauf zu achten, dass jedes Wörtchen sitzt. Die sind alle studiert, oder die meisten davon zumindest. Und von vielen dieser Leute sagt man sogar, dass sie geradezu Rhetorikgenies sind. Und selbst die bekommen Riesenprobleme. Was soll da unser eins sagen? Oder gar der einfache kleine Mann, der nur einen mittleren Hauptschulabschluss hat, von denen es ja auch immerhin Millionen von Leuten gibt. Die sind ja dann total verloren. Was ist denn da los? Müssen diese Leute dann heutzutage befürchten, quasi immer mit einem Bein im Knast zu stehen? Also mir macht das schon Angst. Und ich finde vollkommen zu Recht. Einmal ganz wegen mir persönlich, aber auch die allgemeine Freiheit und den Verlust dieser, den wir schon erlebt haben. Und wie soll das noch weitergehen, fragt man sich da doch direkt. Diese ganze Political Correctness scheint sich ja immer weiter und weiter auszubreiten. Gerade die Tage grassierte im Internet ein Video, wie junge Damen nahezu hysterisch ausrasteten, als lediglich die Aussage getätigt wurde, dass es zwei Geschlechter gibt. Diese Leute meinen, es gibt 60 Gender. Ich lache mir einen Ast. Es gibt zwei. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Das führte bei ihnen zu einem geradezu hysterischen Schreikrampf, wie ich ihn früher noch nie gesehen habe. Also außer vielleicht bei einem Konzert der Beatles oder vielleicht noch der Backstreet Boys. Ich hatte beim Zusehen ernsthafte Bedenken, ob da nicht gesundheitliche Schäden bei entstehen können. Ja, wo soll das noch hinführen? Ich weiß es nicht. Ich bin besorgt. Oh, ich habe besorgt gesagt. Dann wäre ich ja dann sozusagen quasi ein besorgter Bürger irgendwie. Und das ist ja, glaube ich, auch nichts Gutes mehr. Es ist aber auch ein Kreuz. Mein Rat an die Politik, Jungs, spätestens jetzt ist Zeit darüber zu reden. Zeit darüber nachzudenken, wie das weitergehen soll, was man da macht, ob das so richtig ist, ob das gewollt ist
ob man da nicht vielleicht mal wieder in eine andere Richtung gehen sollte und sich ganz klar für die Redefreiheit positionieren sollte. Wir haben da schließlich hunderte Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir in den guten alten 90ern mal waren und von denen wir uns immer weiter entfernen. Warst du es? Ja. Also dann? Wir haben Jehova gesagt. Selbst die Legende Harald Schmidt hat es neulich angemerkt, als er in einem Interview feststellte, heute hätte seine Show wohl kaum noch eine Woche, bevor sie genau wegen dieser politischen Korrektheit wohl abgesetzt würde. Eine wirklich geradezu furchtbare Entwicklung. Und ja, gut, wenn ihr wirklich so weitermachen wollt und meint, das sei richtig so, obwohl es euch sogar selber ständig erwischt, dann möchte ich doch hier noch abschließend einen kleinen Vorschlag machen. Dann würde ich empfehlen, wir führen eine Behörde ein. Behörden hat man ja nie genug. Ich als klassisch Liberaler bin ja bekannt dafür, dass ich ein großer Fan der Bürokratie bin. Aber eins führt eben zum anderen. Wenn wir schon so enge Grenzen des Sagbaren haben, dann muss es doch zumindest eine Möglichkeit geben, hier auf Nummer sicher zu gehen. Also für so brave Bürger wie mich, die gar nichts falsch machen wollen, aber es eben nur nicht besser wissen. Und da wäre so eine Behörde extrem hilfreich. Eine Behörde, wo ich und andere ihre zum Beispiel Videos vorher hinschicken können und dann schaut sich die Behörde das an und sagt, jawohl, geht oder nein, geht nicht. Mag auf den ersten Blick vielleicht etwas totalitär wirken, ist es vielleicht auch, aber es wäre dann nur konsequent, weil dann wüsste ich wenigstens vorher, ob es denn nun genehm ist oder nicht und könnte im Zweifel darauf verzichten. Also so eine Art Gütesiegel, geprüft und für gut befunden von glücklichen Beamten oder so. Was ich als braver Bürger dann natürlich sofort tun würde. Man ist ja schließlich nicht auf Streit gebürstet, aber man muss es ja eben wenigstens wissen. Und wir befinden uns nun mal eben an einem Punkt, wo man, selbst wenn man guten Willens ist, es oft tatsächlich nicht mehr weiß oder erst hinterher erfährt, wenn es dann zu spät ist. Da wäre dann so eine wunderbare Behörde schon hilfreich. Also meine lieben Politiker, denkt mal drüber nach. Hier war für jeden was dabei, egal ob ihr das weiter schön ausbauen wollt, dann eine Behörde gründen oder ob dieses Video dazu beiträgt, dass wir da wieder in vernünftigere Bahnen kommen, wie in den 90ern. Für jeden was dabei und beides wäre logischer als das, was wir momentan gerade haben. So kann's doch nicht weitergehen. Machen Sie da was, handeln tut Not, bevor Sie am Ende noch der Nächste sind. Und früher oder später werden Sie garantiert der Nächste sein, wenn es noch nicht einmal die Parteichefs schaffen, hier ungeschoren davon zu kommen. Es lohnt, einmal darüber nachzudenken. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr dazu meint. Lasst's mich und die Herren Politiker wissen in den Kommentaren unter dem Video. Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Bewerten nicht vergessen, verteilen nicht vergessen. Wir werden ja hier so ein bisschen an den Rand gedrängt. Ihr wisst Bescheid, es kommt auf euch an, dass dieses Video weiterhin entsprechend verbreitet und gesehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal vielleicht und einen schönen Tag noch.